Das schwere Stahltor öffnet sich wie von Geisterhand. Wir gehen durch Tunnels in die Tiefe des Bergs. Vor ein paar Jahren war Filmen hier noch streng verboten. Schwer bewaffnete Soldaten sicherten die Pumpstation, das Herz der israelischen Wasserversorgung. Ein Bombenanschlag hier und das halbe Land läge trocken. Die schweren Turbinen pumpen im Jahr rund 400 Millionen Kubikmeter Wasser durch den Berg in die Küstenebene. Auf Kosten der Nachbarn, der Jordanier und der Syrer, denen es an Wasser mangelt. Nur eine Neuverteilung der Ressourcen kann den Frieden in der Region auf Dauer garantieren. Doch müssten dann die Israelis nicht rigoros sparen? Der Sprecher der Wassergesellschaft Mikorot? Natürlich. Der Wasserverbrauch wird immer größer. Wir können uns den leichtfertigen Umgang mit dieser knappen und wertvollen Ressource einfach nicht mehr leisten. Was da getan werden kann? Nun, zuerst muss die Landwirtschaft umdenken. Sie verbraucht ja 2/3 des vorhandenen Wassers. Durch die Klärung und Wiederverwendung von Abwässern kann schon viel gespart werden. Der Staat muss alles in seiner Macht Stehende tun, damit die Bauern für ihre Felder nur Klär- und Brackwasser verwenden. Das wertvolle Trinkwasser muss den Haushalten vorbehalten bleiben. Wenn wir in allen Bereichen sparsam sind, wird das Wasser auch künftig für alle reichen. Israel und die palästinensischen Gebiete. Wasserüberfluss gibt es nur im regenreichen Norden. Der obere Jordan speist den See Genezareth. Von dort verläuft ein Netz von Kanälen in die Küstenebene, nach Tel Aviv und Jerusalem. Jenseits der Pumpstation von Sapir führt ein 16 Kilometer langer offener Kanal zum Eshkol-Reservoir. An diesem Wassernetz haben die Israelis jahrzehntelang gebaut. Eine große zivilisatorische Leistung des kleinen Staates. Künstliche Seen wie dieser fangen die üppigen Winterregen auf und speichern sie für die trockenen Sommer. Der Herr über all diese Wasser, Israels Water Commissioner Meir Ben Meir, ist ein harter Knochen. Israel's existence since the 60s depends, relies on the amount of water that has not been increased since. Israels staatliche Existenz hängt seit den 60er Jahren vom Wasser ab. Und die Menge, die jedem Israeli täglich zur Verfügung steht, konnte in den letzten 30 Jahren nicht vergrößert werden, trotz all unserer Anstrengungen. Das heißt, wir haben seit dem Sechstagekrieg den Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser nicht erhöht. Zugegeben, unsere Bevölkerung hat sich in dieser Zeit verdreifacht und die Zuwanderung wird weitergehen. Das heißt, unser politisches Überleben hängt von der Menge Wasser ab, die uns künftig zur Verfügung steht. Wir haben nichts zu verschenken. Wir müssen auch die Landwirtschaft künftig knapper halten. Das Trinkwasser brauchen wir für die Bevölkerung. Aber ich hoffe, dass es uns und den Palästinensern eines Tages möglich sein wird, entsalztes Meerwasser zu nutzen. Und unsere Landwirtschaft muss in verstärktem Maße geklärte Abwässer nutzen. Die andere Seite, das Westjordanland. Auch hier dreht sich alles um Wasser. Wenn Palästinenser Hochzeit feiern, tun sie es mit arabischem Pomp. Zur Feier gehört das Wasserritual im Kreise der Freunde und Verwandten. Bevor sich das Paar zurückzieht, trinken beide aus dem irdenen Krug, der Fruchtbarkeit und Wohlstand verheißt. Auch in Palästina bringen die Scherben Glück. Doch ein Blick über die Dächer und die Blechtanks zeigt, wie groß die Wassernot ist. Verkarstetes Land, Schaf- und Ziegenherden, kaum ein grüner Halm. 170 Städte und Dörfer in den besetzten Gebieten sind ohne fließend Wasser.
Nur da und dort ein Quell, aus dem sich ganze Dörfer bedienen. Mustafa Kasim hat seine Herde verkauft und sich einen Traktor zugelegt. Nun fährt er Wasser in die umliegenden Orte. Davon kann er mit seiner Familie besser leben. 3,5 Kubikmeter gehen in den Tank und die verkauft er für 30 Schekel, umgerechnet 15 Mark. Wer nichts zahlt, so sagt Mustafa, der kriegt nichts. Aber da alle so verzweifelt auf Wasser angewiesen sind, zahlen sie auch und wenn sie das Geld beim Nachbarn pumpen. Die Leute auf dem Hügel sind fast alle arbeitslos. Die Alten hüten die Ziegenherden und die Jungen verdingen sich als Gelegenheitsarbeiter drüben in Israel. Doch dafür brauchen sie einen Passierschein. Den aber gibt es immer seltener, seit die Regierung Netanyahu an der Macht ist. Was tun? Sie warten alle auf bessere Zeiten. Dorfsprecher Shubran Kadush. Wir sind hier alle arbeitslos. Dabei könnten wir mit etwas Geld und wenn alle zupacken, eine Wasserleitung von der Quelle herauflegen und eine große Zisterne bauen. Aber das ist zu teuer. Es gibt hier nur 100 Häuser, alle ohne fließend Wasser. Mit $35.000 könnten wir das Problem lösen, aber uns fehlen die Mittel. Im benachbarten Tal von Sabdach gehen die Männer einem mittelalterlichen Handwerk nach. Sie sind Köhler. Sie kaufen von den Bauern Holz von Orangen- und Zitronenbäumen und machen daraus Kohle. Dafür brauchen sie viel Wasser. Denn die Kohle wird halb gebrannt, aus dem Meiler geholt und abgelöscht. Es ist ein dreckiger Job, doch es gibt keinen anderen im Tal. Die meisten dieser Burschen haben kaputte Lungen vom Kohlenstaub. Dabei verdienen sie gerade mal 1200 Schekel im Monat, umgerechnet 600 Mark. Die Hälfte geht fürs Wasser drauf. Zweimal in der Woche kommt der Tankwagen mit 12.000 Litern. Sie wollen auch hier seit langem einen eigenen Brunnen bauen. Unter dem Tal verläuft eine Wasserader, doch ihre Gesuche wurden von den Israelis immer wieder abgelehnt. Das Westjordanland hat so gut wie keine Industrie. In 50 Jahren israelischer Besatzung ist die Zeit stehen geblieben. Der Osloer Friedensvertrag garantiert den Palästinensern einen größeren Anteil an ihren eigenen Grundwasserreserven. Aber was gelten hier schon Verträge, sagt der Vorunternehmer. Im Sommer muss er Wasser von weit her holen. Ich fahre 50 bis 60 Kilometer bis zur nächsten Quelle. Und dort warten dann oft Dutzende von Tankwagen. Wenn ich dort nicht laden kann, muss ich noch weiter nach Norden fahren. Die haben ja hier überhaupt keine Brunnen. Jede Familie schlägt sich durch, wie sie kann. In heißen Sommern sind die Zisternen leer. Da reicht es nicht für die Menschen, noch weniger für die Tiere. Der alte Mohammed Kabaha hat nur diese Herde. Ich muss mein Wasser teuer kaufen, denn sie lassen uns keinen Brunnen bohren. Die Siedler da drüben aber haben Wasser in Hülle und Fülle. Sie bohren, wo sie wollen und ziehen uns das Grundwasser ab. Dürre im palästinensischen Umland. Üppiges Grün in den 150 zumeist höher gelegenen israelischen Siedlungen. Rund 150.000 Israelis, vorwiegend Zuwanderer aus Osteuropa und den USA, leben in den Settlements im Westjordanland und es werden immer mehr. Dabei verstoßen diese Siedlungen gegen internationales Recht. Überall sind Planierraupen am Werk. Der Staat sorgt großzügig für Straßen, Strom und Wasser.
und er gibt den Siedlern günstige Kredite. Nach Shiloh